gestern beim Blattsalat den schnellsten Schlagzeilen am Morgen. Ganz kurz einlei, es ist schon allerhand was so passiert. Ich ganz kurz lei der Hinweis, vielleicht haben viele von euch das gesehen, der runde Tisch vorgestern, wo es darum gegangen ist, wie schaut es um die Südtiroler Sammelpartei, also um die Südtiroler Volkspartei aus. Die Kapitalhirsche für die Südtiroler Medien, also der Großteil, hat sich versammelt und hat versucht, gescheite Analysen anzugeben. Toni Ebner von der Dolomiten, der Herr Mayer von der FF, die Frau Kessler von der RAI, der Herr Tribus von der Neuen Südtiroler Tageszeitung, der Herr Wallisch vom ANSA-Büro in Bozen. Und man hat einfach sofort gesehen, dass da politische Gesinnungstreiberei betrieben wird und dass man eigentlich die erwartete, erleuchtende Analyse oder wirklich prägnante und präzise Interpretationen, die hat man vermisst. Aber es ist hin und her geschlängelt worden mit einem medienpolitischen Ping-Pong-Spiel. Das einzige Interessante, muss ich sagen, ist die Aussage von Herrn Toni Ebner gewesen, weil wer mehr die Videos gesehen hat, erinnert sich vielleicht, dass hier mit der Opposition auch, dass ich sie ganz scharf kritisiert habe, weil wenn eine Opposition in einem so einen verfahrenen Karren nicht in der Lage ist, zumindest einen Raufen aus den Läden zu ziehen, dann stimmt etwas nicht. Der Herr Ebner hat aber gesagt, man muss Respekt haben für die Opposition, weil sie seien ganz sensibel und verantwortungsbewusst und versuchen durch ihr moderates Handeln und durch kein Mit und durch den nicht eingereichten Misstrauensantrag die Ehre und das Ansehen von Südtirol für die Welt zu schützen. Ich habe lange darüber nachgedacht, aber irgendwie komme ich mit denen einfach nicht zurecht. Weil das Ansehen von Südtirol ist schon lange nicht mehr geschützt. Und lassen wir das beiseite. Auf jeden Fall, der Denkansatz ist gut gewesen, aber Opposition heißt für mich nach wie vor kritisch sein und schauen, was passiert. Und vor allen Dingen das Wohl der Südtiroler Bevölkerung im Auge zu haben. Und dass Südtirol in Rom und lang schon unten durch ist und dass die mit den Stein Radl fahren, wie sie wollen, soll ich nicht erst seit der Landeshauptmann Kompa. Na, er hat vielleicht mit denen jetzt gar nicht zu tun. Auf jeden Fall, die Interpretation von Chefredakteur Toni Ehren ist sehr interessant und denkanstoßwürdig gewesen, aber halten tut sie von mir aus gesehen, dichter Schnitt. Halten tut es deswegen nicht, weil der verfahrene Karren in der Südtiroler Volkspartei geht weiter und weder der Herr Zeller tritt zurück, noch der Herr Wiedmann treten zurück. Jetzt versucht man so die Ringelblubsalb überall auch zu streichen, dass alles ein bisschen verhallt und dass ja nichts mehr fertig ist. Aber da prallen Alpha-Tiere aufeinander und in der Dolomiten oder in irgendeiner Zeitung steht halt, die Züge rasen aufeinander zu und so kann es auch wirklich sein. Aber die Züge rasen nicht gleich in der Südtiroler Volkspartei aufeinander zu, sondern die Züge rasen auch zwischen Europa und Russland aufeinander zu. Und Italien will da wirklich Heere vorumgehen und eine Vorreiterrolle spielen und Herr Draghi sagt, jetzt ist fertig, kein Gas, keine Kohle, nichts mehr will mehr von Russland. Der Herr Scholz, der Deutsche, ist da ein bisschen gescheiter. Er sagt, ja, wir planen jetzt und jetzt schauen wir mal. Und die strengen Sanktionen lassen wir uns auf ganz zum Schluss. Entscheidet selber, wer das Interesse von Volk im Kopf hat und was da gescheiter ist. Dafür reist die Frau Ursula von der Leyen nach Kiew, weil nach ihrem fünften Sanktionspaket ist mit seinem Kamal auch die Absurdität und den Wahnwitz vorstellen. Nach dem fünften Sanktionspaket ist endlich Schluss und sie bezeugt jetzt Solidarität mit Kiew und mit der Ukraine, während der Comicstar von der Ukraine allem nur weiter durch die Welt zingelt und Waffen fordert und was weiß ich was alles fordert. Zu Recht oder zu Unrecht.
Das lasse ich eigentlich über, während die Medien darüber diskutieren, ob man die schrecklichen Bilder zeigen, überhaupt sagen darf, aber gesagt haben sie es bis zum Brechreiz. Wie gesagt, in Kriegszeiten ist alles schleimigreich und alles wird fragwürdig und jeder hat recht und alles, was gesagt wird, ist irgendwie Propaganda. Und eigentlich ist es leider schlimm. Schlimmer und nur schlimmer kann es eigentlich gar nicht mehr gehen. Aber während das Ölembargo und Gasembargo und Kohleembargo forciert wird von der EU, gibt es in Italien neue Anreize für Elektroauto. Und da werden ja in den nächsten 2-3 Jahren sollen da fast 1 Milliard Euro ausgeben, damit man das wirklich forcieren kann und damit man Anreize schaffen kann, wie das, dass mehr Leute einfach mit Elektroautos fahren. Woher wir den Strom nehmen, soll aus nur noch offen, aber das kommt sicher von unseren Photovoltaikanlagen bzw. von den Windradlern. Wenn wir daran denken, dass zum Beispiel in Graun oben, in Finchgau, ja wirklich ein Paradebeispiel für umweltfreundliche Energie geschaffen worden ist, mit 3 Windradlern, die nicht gleich ein Dorf mit Energie versorgt haben, sondern im Dorf einen bestimmten Reichtum verschafft haben und die nachher, wo nach der Abbruch verfügt worden ist und jetzt will man die Wind. Ich sehe, wie absurd das Ganze ist, aber das ist ja in Ordnung. Fragen tue ich mich leid, wenn jetzt die Elektroautos so gefördert werden, wie man im Verkehr regeln will, beziehungsweise wenn die ganzen Elektroautos noch im Stau stehen, weil Stau, ob das jetzt ein Benzin, ein Diesel oder ein Elektroauto ist, im Stau wird er trotzdem stehen und wie das dann geregelt ist. Jetzt habe ich da irgendwo gelesen, da gibt es eine Studie, dass man sogar also in den Mittelstrafen so Elektroladestationen einbauen kann, dass die Autos, während sie im Stau stehen, direkt noch aufgeladen werden. So ungefähr halt. Auf jeden Fall ist die wirtschaftspolitische, die autopolitische Ausrichtung eindeutig und die Cinque Stelle fahren ins da in einen Kurs rein, der uns sicherlich nur bei den Autotüren ausschwappeln wird. Nichtsdestotrotz schauen wir ganz kurz auf die Titelseiten von den Tageszeitungen. Dolomiten, SVP-Streit, weder Widmann noch Zeller wollten zurücktreten. Noch der Bildaufmacher ist der Mordprozess von Herrn Neumeier da und wo jetzt seine Schwester aussagt. Und wie gesagt, die Sachen, die man nicht wirklich haben. USA, jegliche neue Investition in Russland verbieten. Die Amis haben es verstanden, auf den Rücken von den Europäern machen sie das. Und ganz interessant, nach dem Wahlsieg vom Orban ist jetzt ein Verfahren gegen Ungarn in Gang, weil EU-Kommission geht wegen Rechtsstaatsverstößen gegen Budapest erstmals in der EU vor. Ja, es ist natürlich schwer, gell, wenn da einer gewinnt, der am absolut unsympathisch ist und den man als absoluten No-Go in der europäischen Politik interpretiert hat, wenn der in der nächsten Zukunft mit der Zweidrittelmehrheit regieren wird, dann tut das einfach in alle Bauchgegenden und Kopfgegenden weh. Und jetzt versucht man halt mit anderen Mitteln dem irgendwie zumindest ein bisschen entgegenzuwirken. Interessant auch, dass da ein italienischer, der Chef von der italienischen Industrie sagt, dass Produzieren unwirtschaftlich geworden ist, weil die Energiepreise so hoch sind. Vielleicht müsste er da ein Mäntel mit dem Herrn Draghi reden. Oder vielleicht ist das auch wurscht, ob wir das produzieren oder nicht produzieren, das ist ja gleich. Im Innenteil natürlich wie Terroristen und so werden Kriegsverbrechen aufgeklärt. Darüber reden wir nicht mehr, weil, wie gesagt, das ist einfach leider mehr zum. Ja, ich habe es mir schon verstanden. Und
im Innental natürlich, eben da in der Dolomitenstadt, Züge in der SVP rasen weiter aufeinander zu. Die zwei Alphatiere, Widmann und Karl Zeller, durchgestellt. Und nachher der Rohrkrepierer des Landesrates Nicolini. Und da ist er eben praktisch, der Movimento 5 Stelle, man da steht mit Misstrauensantrag gegen Widmann und Vettorato allein da. Opposition, SVP soll Suppe selbst auslöffeln. Und wie gesagt, er sagt auch, dass der Landeshauptmann ein Alleinstellungsmerkmal hat und dass da dem keiner das Wasser reichen kann, was sicherlich auch stimmen wird. Das muss jeder selber entscheiden. Nach einer ganzen Zeit über den Prozess von Benno Neumeier und über die verschiedenen Aussagen und so weiter und so fort. Und interessant, minus 12 Patienten, über 6000 aktive Fälle. Da geht es wieder einmal ein bisschen um die Covid-Situation. Und das ist interessant. Habt ihr es gemerkt, wie das auf einmal einfach verschwunden ist? In Deutschland am 1. Mai alle weg und die Zeitungen, und das ist ja das Interessante, und das sieht man auch auf die Titelseiten für die deutschen Zeitungen, die sind jetzt ganz erschrocken. Jetzt haben sie, jetzt ist auf einmal, dürfen die Leute selber wieder entscheiden, was sie tun. Und jetzt sagen sie, das ist unverantwortlich. Und das ist ein Doppelgesicht von Karl Lauterbach, der endlich verstanden hat, dass er mit seiner Strategie nicht durchkommt. Und das sieht man auch daran. Zuerst wollten sie Impfpflicht ab 18, dann wollten sie Impfpflicht ab 50, jetzt reden sie über eine Impfpflicht ab 60. Und allein daran sieht man, wie wahnsinnig und wie absurd und wie haarsträubend, also nicht meine, aber insgesamt die ganze Situation ist. Und interessant ist noch auch, wenn man jetzt von den Virologen, die uns 2 Jahre lang terrorisiert haben und die gesagt haben, oh, passt auf, es sterben alle, jetzt auf einmal vereinzelt sagen, das ist alles ein Quatsch gewesen. Das hat man alles nicht gebraucht und die ganzen Green Pass und Quarantäne und Impfung, als umsonst, das Gesündeste und das Beste war gewesen, wir hatten den Virus sausen gelassen und dann hatten wir ein super Immunsystem gekriegt. Ja, das sind Verschwörungstheorien. Wenn wir das vor 2 Jahren alle so mal probiert haben zu denken, wenn sie Möglichkeit gehabt hatten, hatten sie uns standrechtlich erschossen. Heint sagen die Virologen das ganz locker und posten das und twittern das und sagen, alles ein Quatsch. Und manche Zeitungen sagen trotzdem nur, oh, Vorsicht, der hat ja nicht die Masken an, oh, Vorsicht, zeig ja den Green Pass. Ich sehe es nicht gleich. In Kriegszeiten ist alles Propaganda, sondern auch in Viruszeiten ist alles Propaganda. Und welche Macht die Medien da haben, ich kann es eigentlich nicht oft nur wiederholen, lest und gegenlest und lest zwischen den Zeilen. Zwischen die Zeilen und denkt eigentlich das Gegenteil von dem, was sie ins Vorschreiben wollen. Oder zumindest denkt darüber nach und macht eigentlich eine eigene Meinung. Südtiroler Tageszeitung, in der neuen Südtiroler Tageszeitung ist der Bildaufmacher natürlich auch der Prozess von Benno Neumeier. Nachher ein Bericht über die Covid-Station in Gossenshaus, die jetzt zugetan worden ist, ein aufregendes Kapitel. Und oben das Polittheater, eben wieder Widmann und Landeshauptmann Kompatscher. Im Innenteil das toxische Angebot von Widmann an den Landeshauptmann. Und ja, das ist eigentlich schon die italienischen Titelseiten. Beschäftigen sich allem nur mit dem Krieg und allem nur mit den, ob das jetzt ein Kriegsverbrechen oder ob das ein Krieg ist, wie gesagt, nimmer zu aushalten, interessiert uns nicht wirklich. Die deutschen Tageszeitungen haben ja eigentlich gesagt, ein bisschen, worum es geht. EU plant Einfuhrverbot für russische Kohle. Kritik am Wegfall der Isolationspflicht, weil die brauchen in Deutschland am 1. Mai jetzt auch nicht mehr in Quarantäne gehen, sollte einer irgendwie positiv sein. Die Bild-Zeitung titelt: Der Plan für Putins
Sturz. Und alle haben gemeint, er ist jetzt schon bankrott und Russland, wenn man die Sanktionen verhängt, die pfeifen aus dem letzten Loch. Ein paar Interpreten von den Geschehen sagen, Russland profitiert von den ganzen Sanktionen mehr denn je. Warum? Lest den Gesell einfach selber nach. Die Welt, EU plant Einfuhrverbot von russischer Kohle. Und interessant, die Europäische Union zeigt ihre Macht. Wo sie die Macht zeigt, bleibt mir nach wie vor nicht ganz erklärlich, aber bitte, es wird so sein. Die Süddeutsche einfach ekelhaft ein Bild von einem, der ein Kind da in die Hände trägt und wieder einfach das, die Gräueltaten nur einmal zum hunderttausendsten Mal einfach instrumentalisiert für eine Panikmache. EU boykottiert russische Kohle, es ist ein Unterschied, die einen schreiben plant und sie schreiben schon EU boykottiert russische Kohle. Neuer Vorschlag für Corona-Impfpflicht ab 60, ist es, wie sie sich selber ad absurdum treiben. Und der Tagesspiegel hingegen beschäftigt sich mit ganz einem anderen Thema. Was bringt ein Tempolimit 120? Weil die Grünen fordern ja vehement, dass es in Deutschland auf die Autobahnen auch 120 km/h Tempolimit gibt. Weil das ist ein Beitrag für den EU, für den Ukraine-Konflikt und ein Beitrag für die Umwelt. Und EU verschärft Sanktionen gegen Moskau, ist also und Mehrheit für Impfpflicht ab 60 in Sicht. Und die Tageszeitung, also die deutsche linke Tageszeitung, schreibt, was haben wir noch gegen Putin in der Hand? Ja, selbst sollte man sich wirklich fragen. Und fragen, denn sie hat die Kultur, einige Kulturschaffende in Südtirol, was hatten die Reihe für Zensurmaßnahmen in die Hand? Weil sie schreiben da praktisch einen Brief an die Reihe, der praktisch einen Film von Karl Prosliner über Leopold Steurer, den wichtigen, und man kann jetzt seiner Meinung sein oder nicht, aber auf jeden Fall den wichtigen und intelligenten Historiker Leopold Steurer, der will dann Film über ihn zensurieren. Aber dass die Reihe so etwas tut, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also, dass die Chefredakteurin oder der Herr Berwanger oder Vera Olm in der Reihe einen Film zensuriert, na, so etwas gibt es bei uns ja gar nicht. Denke ich mir halt. Aber genau weiß ich es auch nicht. Aber die Bedingungen der Möglichkeit, na, auf jeden Fall einfach einen positiven Beitrag zum Schluss. Ich finde, um aus dem ganzen Schlamassel jetzt von der SVP und Regierung handlungsfähig, nicht handlungsfähig rauszukommen, war der erste Schritt, man müsste die Jasmin Ladurner, also die junge Politikerin, die wegen 7,50 Euro heimgeschickt worden ist, die müsste man zurückholen. Sie müsste die Koordinatorin für die SVP-Mediationsgespräche machen. Die Landesräte, die momentanen, werden alle in Winterschlaf geschickt, weil wenn ein Politiker schläft, dann kann er nichts anstellen. Und die Opposition müsste praktisch vorübergehend, bis die SVP-Politiker aus dem Winterschlaf zurückkehren, müssten sie die Regierungsgeschäfte übernehmen. Und selben wäre dafür, dass die Frau Foppa Landeshauptfrau wurde. Und der Dingsdorf von Team K, wer heißt der jetzt da leider? Ja, es ist schon von Team K. Der Seil soll der Finanzminister werden, weil er kennt sich selber relativ gut aus. Habe ich mir sagen lassen, genau weiß ich es auch nicht. Und die Uli Meier soll die Sanität übernehmen. Und für den Sport, Sport ist nicht so wichtig. Und damit haben wir eh schon die wichtigsten Positionen geklärt. Mobilität, soll erledigt sich allein. Wie gesagt, und dann sollen die inzwischen regieren. Und dann werden wir sehen, wie sich die ganze Situation befriedet. Und sie sollen natürlich auch zum Herrn Draghi, du bist der Boss, euphoren und sagen, dass bei uns da alles in Ordnung ist. Und wie gesagt, spätestens zu Pfingsten haben wir das alles wieder eingerenkt und der Heilige Geist
schwebt über Südtirol und es wird so sein, als ob nie etwas gewesen war und trotzdem bleiben wir wachsam und machen es gut.